Willkommen zurück, liebe Leute, zu Thief. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und machen jetzt mal weiter. Mein alter Herr erinnert sich noch an das Feuer von Shellbridge. Flammen so hell, dass die Nacht zum Tag wurde. Oder war der Rauch so dicht, dass der Tag zur Nacht wurde? Ich habe gelesen, vor der Geburt des Barons war die Stadt im Krieg. Gelesen, was? Du alter Klugscheißer. Es geht nichts über diese Stadt, was? Diese Straßen haben schon so viel Mist erlebt. Brände, Seuchen. Du vergisst den Krieg. Die Sache mit Blackbrook, oder? Das war doch gar nichts. Aber wenn unsere Nachbarn erfahren, was hier los ist, kriegst du deinen verdammten Krieg. Was ging denn jetzt mit der Musik ab? Ich frage mich, ob der Baron die Ausbreitung der Krankheit verhindern kann. Es heißt, wir müssen bald die Tür, der einen schweren Rücken bei sich aufnimmt. Haus für Haus. Was? Das ist ja übel. Oh, ja, Mann. Oh, bitte, Herr, bitte, Herr. Dann hat er sich angeschissen. Müsst ihr hier so einen Lärm machen? Dann kann ja kein Mensch schlafen. Oh, tut mir leid, Ma'am. Befehl des Hauptmanns. Er sagte, stellt euch unter das Fenster dieser Frau am Färbermarkt. Die mit dem Gesicht, das hässlicher ist als die Nachtfenster. Seht so, dass sie lächelt. Verdammte Pflege. Die Schwermut soll euch holen. Damit täte sie allen einen Gefallen. Pass auf, jetzt holt sie ihren Nachtjob. Ich bin so müde. Üble Macho-Kerle hier. Respekt, Jungs, Respekt. Alle jammern wegen des Kriegsrechts, aber keiner verlässt die Stadt. Weil die Tore verriegelt sind, Idiot. Das stimmt nicht. Der alte, wie hieß er noch gleich, hat angeblich die Schwermut. Wer? Er schien ihm recht. Mir knurrt der Magen. Der Baron hätte wegen der Abriegelung eine seiner Ansprachen. Okay, da müssen wir hoch. Wann hast du das jemand sein Gesicht gesehen? Bei allen. Boah, das ist gerade ein super cooles Level, ohne Scheiß jetzt. Mit dem Donner und so, man muss es richtig abpassen. Beziehungsweise, na, was heißt Donner? Ja, Blitz, meine ich eher. Das ist, der Donner ist ja nur das Geräusch. Der Blitz macht das Licht. Da ist ein Seil, da könnten wir hoch. Was bringt es, wenn ich... Achso, ich sehe schon. Ich sehe schon, was das bringt. Moment mal. Da hätten wir auch hoch können. Aber wir gehen jetzt hier einfach mal den ganz normalen Weg. Oh, wir haben das Level abgeschlossen. Opportunist. Ist doch geil, ey. Okay. Jäger. Spielstile. Hey, das Erinnern ist ja voll wie bei Splinter Cell. Lösche 9 Flammen. Stiehl alle Beuteobjekte. 65% nur. Sammlerstücke 2 von 4. Das ist ganz cool, hier die Statistik mal abzuchecken. Taschendiebstähle, geknackte Schlösser. Verdacht erregt einmal. Okay, alles klar. Phantom. Phantom gehe ich mal davon aus, ist es einfach komplett ungesehen, ohne jemanden abzunocken oder sonst was. Opportunist, was wir am meisten gemacht haben, ist einfach kein Töten, wahrscheinlich. Kannst mal ein paar Leute wegknüppeln, aber, ja. Aber Jäger? Habe ich einen einzigen umgebracht? Ich weiß es nicht. Aber egal. Gehen wir mal weiter. Ah, der Glockenturm ist unser Versteck, kann das sein?
Nee, wir wollen jetzt mal nichts verstauen. Ah, ist schön. Diese Armreife im Schlangenform suchen angeblich die Gesellschaft dankbarer Witwen. Man munkelt, dass alle sechs ein unausgesprochenes Geheimnis hüten. Und in ihren Augen glitzert gewiss eine unbehagliche Finsternis. Jennifer. Neues Ziel, trifft Basso im verkrüppelten Burig. Was ist das denn hier? Ach so. So teleportieren wir uns nur ins nächste Gebiet. Ja, das ist ein bisschen komisch irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Spiel funktionieren würde, wenn es eine offene Stadt geben würde. Das wäre schon ganz cool, so eine offene Stadt, dann suchst du dir deinen Weg, wenn du deine Beute gemacht hast, stürmst du wieder zurück in dein Versteck. Das geht vorbei, Sir, ganz gewiss, nicht die Schwermut. In 2 Tagen sollen Männer seinen Besitz für die Wache requirieren. Mit einem Karren. Nein. Ah, cool. Guckt euch den Glockenturm an. Allgemein das Setting, die Umgebung, das Design der Welt, das sieht saugeil aus, finde ich. Das gefällt mir sehr. Irgendwas stimmt nicht. Was ist das denn? Ich brauche eine Pause. Ach so. Na, ob das nicht Aufmerksamkeit erregt? Ich mach's einfach. Ihnen nicht in die Augen. Es ist den Ärger nicht wert. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Warum liegt denn hier eine Geldbörse? Haben die Vögel das wieder mitgenommen? Na egal. Jetzt ist es meine. Die Schwermut hat die Stadt am Hals gepackt. Der Baron drückt zu. Oder unten liegt Stuff. 10 North Crests hatten wir schon. 10! Aber der hier ist der Schlimmste. An der Schwermut ist er nicht schuld. Oh, aber seine Wache sind Verbrecher in Uniform. Ich weiß es nicht. Er scheint aber an das zu glauben, was er getan hat. Herrschen erfordert eine feste Hand. Er wollte die Dinge verbessern. Ha, von wegen verbessern. Er hat seine Stelle nach dem Schluss seit einem Jahr nicht überschritten. Wie gesagt, der Schlimmste. Einer meiner Zähne wackelt. Was mache ich hier eigentlich? Warum suche ich mir gerade einen komplett anderen Weg? Was gibt's fürs dritte Vergehen? Den Streck. Was gibt's fürs dritte Vergehen?
Ich hätte einfach locker über das Dach gehen können. Aber wir suchen uns einfach mal einen anderen Weg jetzt hier. Ist scheißegal. Raben darf man nicht essen. Warum nicht? Das bringt Unglück. Über dem Feuer geröstet schmeckt Unglück gar nicht so übel. Ach, das tut weh. Kommen die hier lang? Nein. Ich glaube, von links kommt einer. Ich brauche eine Pause. Läuft. Taverne der genau, da wollten wir hin und Barros treffen. Oder Barros. Ist ein bisschen schade, dass die einzelnen Levelabschnitte mit einem Ladebildschirm getrennt sind. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen komisch, oder? Wie findet ihr das? Wenn zumindest die Abschnitte, die man betreten muss, ohne Ladezeiten werden, das wird das Feeling irgendwie besser rüberbringen, finde ich. Ich hätte das Einwegglas genommen, Besso, das wiegt viel mehr. Garrett! Mist! Benutzt immer noch keine Tür. Du besuchst mich nicht, du schreibst nicht. Ich dachte, du und Aaron wärt bei dem Angriff aufs Anwesen draufgegangen. Wo zur Hölle bist du gewesen? Ich weiß nicht. Du weißt nicht. Schön, vergiss es. Interessiert mich gar nicht, wo du das ganze letzte Jahr warst. Keine Zeit für sowas. Vor allem bei der neuen Opiumabgabe des Barons wegen dieser Schwermut. Und die Schwarzsteuer des Diebesfängergenerals blutet uns Unternehmer aus. Wenn du einen Auftrag hast, dann lass hören. Bist du denn dazu bereit? Na gut, also folgendes. Du musst einen Ring für mich beschaffen. Heiratest du? Nie wieder. Du Mistvogel! Ich schwöre, eines Tages mache ich einen Hut aus dir! Und opferst das Gehirn der Bande? Mir gehen die Finger aus. Der Auftrag. Ja. Ach so. Ja. Klar. Er gehört einem gewissen Cornelius Greaves, so ein gelackter Typ, der kein Stück Dreck an den Stiefeln hat. Das war's schon. Wo ist der Haken? Er ist tot. Ich bin ein Dieb, Besser, kein Grabräuber. Das war erst vor kurzem. Er hat den Ring wohl nie abgenommen. Wo bleibt die Herausforderung? Herausforderung? Wir sind da, bevor ihn die Vorleute durchsuchen. Angeblich werden die Leichen zu der alten Gießerei bei Cinderfall gebracht. Dort wimmelt es von Wachen des Barons. Der beste Weg dorthin ist durch die alte Kapelle. Und vermassel die Sache nicht, Garrett. Manche müssen Schulden begleichen. Wer nicht erwischt wird, zahlt nichts. Ja. Jetzt raus hier. Und nimm die Tür. Bitte. Trotzdem. Schön, dich zu sehen. Ja. Besser Aufträge, ja. Besser hat häufig Nebenaufträge für dich. Schau regelmäßig bei ihm vorbei, um zu sehen, was es zu tun gibt. Okay. Na gut. Hört ihr, Freunde? Das sind Krähen, eine ganze Schar. Und sie wollen unsere Seelen. Sie singen das Lied von Baron Northcrest, dem Tapfer, der uns in diesen Eisenkäfig gesperrt hat. Vielleicht im Namen des Fortschritts. Eisenstiefel will uns begraben. Aber die Krähen wissen, dass ein Sturm... Na, Besser... Gibt's hier irgendwas zu holen bei dir?
Mich wundert es, dass Garrett, das ist dem anscheinend scheißegal, dass er ihm gesagt hat, du warst ein Jahr weg. Die Stadt ist krank. Egal, hast du einen Auftrag für dich? Cool. Komm zusammen, Freunde. Sperrstunde. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das Geld so wert ist. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Na gut, ich hoffe, du bist nicht nackig oder dem Mantel. Alles klar. Ressourcen kaufen. Stumpfer Pfeil. Okay. Ressourcen verkaufen. Werkzeug und Upgrades kaufen. Hilfsobjekte kaufen. Glücksmünze. Ach so, verringert den Preis von Ressourcen. Boah. Okay. Schraubenschlüssel. Küchenkapazität. Wird noch um den Schraubenschlüssel auf jeden Fall. Hat man ja auch schon in Trailern gesehen, dass man dann so Plaketten abschrauben kann, sozusagen. Und wir nehmen das hier einfach mal. Ja. So. Und Leuchtbomben. Wir nehmen. Ach komm, nehmen wir mal 5 Stück mit. Dann müssen wir die anderen Pfeile. Obwohl, warte mal. Na, 10 Stück mit. Wenn wir wieder so eine Brücke finden oder sowas, müssen wir nicht richtige Pfeile dafür benutzen. Erstickungsfall. Cool. Beim Aufprall auf eine geeignete Oberfläche entrollt sich das Seil und der Benutzer kann bislang unerreichbare Bereiche erklettern und erkunden. Nehmen wir auch mal 3 Stück mit. Leuchtbombe. Mohn. Ja, komm, nehmen wir auch mal mit. Ja, nehmen wir auch noch mit.